Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier. Schön, dass du hier bist. Richtig, sie sagt es. Schön, dass du da draußen hier bist in meinem Chaos zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Ladies und Gentlemen, was sehen wir da? Was sehen wir da? Was sehen wir da? Wir haben ein Grabhorn und es ist fabulös und fantastisch. Damit haben wir eine Tür geöffnet. Ihr seht nämlich die Krallen hier. Und dort seht ihr den Kopf. Da werden wir nämlich jetzt reingehen, denn dort soll sich ein Denkarium befinden. Ich wünsche euch bei dieser Folge viel, viel Spaß, Ladies und Gentlemen. Aber es ist bestimmt nicht so easy peasy, einfach so hinzulaufen, sondern wir haben bestimmt eine richtig satte, fette Prüfung vorneweg. Schauen wir mal, was uns erwartet. Aber vielleicht war die Prüfung auch das Grabhorn zu besänftigen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isidora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Und genau deswegen stellt man uns so extrem auf die Prüfung. Revelio. Isidora darf sich nicht nochmal wiederholen. Aber es ist tatsächlich das Denkarium. Also war seine Prüfung das Grabhorn vielleicht? Dann war es ja easy peasy. Ich bin verwirrt. War das seine letzte Prüfung? Es sieht so aus. Trophäe in Erinnerung schwelgen. Was für ein Titel für eine Trophäe. Vielen Dank, PlayStation. Okay, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Hallo? Isidora? Isidora? Ach, Mr. Morgenack, ich... Tot? Keine Seele mehr? Mr. Morgenack? Hä? Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Macht sie mit den Schülern Experimente? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr.
Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Wow. Sie lebt. Kannst du den Spruch? Kannst du alles. Aber wie soll mich das jetzt beschützen? Geh durch den magischen Gang. Ich habe immer noch Fragen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Ich habe einfach richtig viele Fragen. Aber wie krass war das? Hat sie jetzt jeden Schüler angezapft? Okay, jetzt bin ich gespannt. Hüter. Da bin ich. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden Sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Auf Wiedersehen. Okay, jetzt wird's ja wild. Also, das war San Bakars Prüfung. Ich habe mir tatsächlich ja etwas mehr erwartet, als jetzt nur das gegen das Grabhorn kämpfen, weil das war ja jetzt nicht so schwer. Also da hätte ich mir vielleicht... Also ich meine, weiße, ne? Die erste Prüfung. Da haben wir uns bei den ersten 2 Prüfungen haben wir uns abgemüht ohne Ende. Zwischen Denkariumswächtern
immer wieder durchgehasselt und gehangelt. Und das ist ein bisschen besser, ne? Mussten da so ein bisschen durch die Ebenen switchen, um irgendwelche Blöcke hin und her zu schieben. Und gegen Ende sind tatsächlich die Prüfungen leichter geworden, oder? Ich habe etwas in der Nase. Irgendwas juckt. Das gibt's doch nicht. Tja, aber ich beschwere mich da jetzt nicht, Freunde. Wir gehen jetzt mal in die Talentpunkte. Oh Gott, Mann, was ist denn da? Ah, Kind, wenn es sich wegkriegt. Oh. Also, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das am besten, am intelligentesten verteilen. Also, wir hätten... Ich krieg's nicht raus. Was ist denn das? Verwandlung. Descendo hätten wir noch, aber Descendo haben wir ja gar nicht. Ich krieg's einfach nicht raus. Das gibt's doch nicht. Also, furchtbar. Defindo, das sind alles spezielle Zaubersprüche. Hier haben wir alles Haupttalente. Stuportreffer verursachen direkten Schaden. Was sind das hier? Ausweichen. Plötzlich zu verschwinden. Pass auf. Das sollten wir doch jetzt uns nochmal gönnen. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm. Einfach nicht aus meiner Nase raus. Was ist denn da falsch? Ja, ich glaube, das war jetzt ganz gut. Und jetzt, Ladies und Gentlemen. Tja, stoppe Randrock und Rookwood. Hoffe ich natürlich auch, dass es Nebenquests jetzt noch gibt. Klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, dass ich mir das hoffe, aber ich hätte doch irgendwie so ein bisschen Bock drauf noch. Ja, guck mal, hier haben wir eine Nebenquest. Was haben wir hier denn? Akku-Duell, viertes Spiel. Oh, wie abwechslungsreich. Gibt's noch mehr als nur Akku, das vierte Duell? Aber das ist dann auch wirklich das letzte, oder? Das wäre halt richtig doof, wenn es jetzt nur noch Akku geben würde. Also Nebenquests finde ich allgemein in dem Spiel, wir werden bestimmt auch ein paar übersehen haben, aber doch allgemein ein bisschen wenig irgendwie. Also wenn wir zu Ollivanders wollen, dann sollten wir, hier ist Ollivanders, ne? Yes, pass auf. Dann sollten wir uns jetzt hier einmal hin teleportieren. Ja, ich finde es schade, dass jetzt so keine Nebenquests mehr im Start sind. Wir wissen jetzt allerdings nicht, warte mal, das können wir auch noch gucken. Aber wir haben jetzt nur in Hogwarts und Hogsmeade geguckt. Aber auf der Weltkarte gibt es ja vielleicht auch noch ein bisschen was. Wobei das jetzt nicht danach aussieht. Also so richtig Questmarkierung. Ich meine, wir sehen zwar einiges. Und auch ganz viele Lager, die wir so noch nicht erledigt haben. Was wahrscheinlich formal auch so als Quest noch mit gilt. Berüchtigter Gegner. Aber so diese richtigen Questmarkierungen. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Haben wir aber, glaube ich, sehr, sehr gut abgearbeitet. So gut habe ich noch nicht mal in Cyberpunk aufgeräumt. Und da haben wir auch viele Quests gemacht. Okay, es ist so, wie es ist. Also, frage Gerbold und die Wende nach seiner Meinung. Machen wir. Da ist Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Da ist er, sagte sie und muss warten. Hä? Logik. Achso, er hatte zu. Okay, ich nehme alles zurück. Achso, warte mal. Auftrag anfangen hieß es. Wo war das? Hi. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Wie schnell war die Eule bitte denn? Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Muss ich jetzt warten?
plötzlich hatte sie blonde Wimpern. Er ist fertig. Okay. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, schön, Sir. Dass alle irgendwas verstehen. Ich verstehe nichts. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Nein, ich wollte nur eine Box für meinen Zauberstab. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Lügen kann Dieses ich. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht. Wie dein Geburtsrecht? Charles Rockwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Geburtsrecht. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Kriegst gleich meinen Zauberstab sonst wohin. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Allerdings gesagt. Bin ich jetzt entführt? Wo bin ich? Oh, ich glaube, das war jetzt nicht gut. Duellleistung. Okay, was? Verteidige dich gegen Rootwooks Handlanger. Okay, kriegen wir hin. Wir brauchen noch Zaubertränke, ne? Fällt mir gerade ein. Steht Gott sei Dank viel Zeugs in der Gegend rum. Ist gut. Halt's Maul. Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Wo rennt er jetzt hier? Hallo? Wird nicht geflüchtet. Viele, ne? Hat gerade einen Huhn aktiviert. So, jetzt reicht's mir hier. Es hackt. Das mag ich mit euch auch allen. Glauben jetzt. Arsch. Hören wollt und dann so Scheiß hier machen. So. Wer will aber, wer hat noch dich? Wo bist du? Ich finde dich. Krieg ich hin. Ich bin stärker. Er wollte mich töten, ne? Da schisselt die Grafik aber weg. Komm nicht gegen ihn an. Warum sind denn so viele? Weiche Welle. Jetzt wird es spaßig. So, nächster. Ich hätte die ganzen Sachen nicht auf einmal verbrauchen sollen, ne? Oh, Etheri. Scheiße, Ich habe mein Feuer noch nicht zurückgemacht, ne? Und ich habe doch gesagt vorhin, ich muss
Incendio wieder zurückmachen. So, zack, zack. Okay, Ethereum haben wir hier. Feuer haben wir hier. Da! Hier ein bisschen. So, du brauchst gelb. Kriegst du? Jetzt. Nix. Vorhin war ich vielleicht ein bisschen stärker. Was hat er denn jetzt? Haru? Voll. Ich weiß nicht, was ich gegen den einsetzen soll mit seinem Helden. Mist. Oh, Frog, Alter, lass mich doch in Ruhe. Nervig. Ich will den Inferi jetzt hier nicht. Wow. Das haben wir aber auch abgestartet. Ich möchte mich konzentrieren jetzt. Am Arsch, Alter. Mann! Welle 3. Stimme weg. Vor Schreck. So, ist jetzt Ruhe hier im Karton. Ich würde sagen, wir sind rein. Zauberstabbeherrschung, aber sowas von... Unglaublich. Rockwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer. Aber hier ist doch noch einer. Hier ist doch noch einer. Können wir den letzten hier jetzt nochmal erledigen? Einer ist doch übrig. Aber wo? Du! Übrig geblieben. Das Glück hat dich verlassen. Du bist der Letzte, das weißt du, oder? Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Voll. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf und schauen, was es Schönes zu holen gibt. Ich höre immer noch Stimmen. Revelio. So, da ist die Kiste, auf die es ankommt, glaube ich. Aber hört ihr das? Irgendwie hört sich das seltsam an hier. Manipulation 3. Wo genau sind wir jetzt eigentlich? Lass mal auf der Karte gucken. Banditenschloss. Okay. Da waren wir zumindest noch nicht. Jetzt weiß ich auch wieso. Aber hört ihr die Geräusche? Sieht richtig seltsam an. Was ist das? Ich habe immer noch nicht rausbekommen, was das für ein Geräusch ist. Soll das so oder ist das ein Bug? Revelio. Mal nach oben gucken. Oh, warte mal, hier ist ein Tier. Warte, warte, warte. Ja, ich helfe dir. Hallo, Homora. Oh, hast du gehört, wie es gefiept hat. So, das hört sich gut an. Zack. Ich überlege, ob wir es dann auch direkt gleich in die Tasche retten. Das muss halt erstmal raus. Komm raus, kleines Knuddelmuff. Du bist frei. Naja, so kann ich dir auch nicht helfen. Das hört sich richtig seltsam an. Das hört sich einfach seltsam an. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Revelio. Also, wir gucken mal, was hier noch alles Schönes gibt. Ob es noch was gibt. Schloss auf Stufe 3. Waren wir da nicht drin? Hä? Ich war da jetzt drin. Das ergibt auch keinen Sinn, ne? Dieses Schloss hier ergibt keinen Sinn. Aber okay. So, pass auf. Dann hatten wir doch jetzt noch eine Leiter. Da können wir gleich mal hoch. Also, ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch sein soll. Ich verstehe das Geräusch nicht. Falsch rum.
Mann, falsch rum. Falsche Seite. Oder? Ja. Nee, doch nicht. So rum ist richtig. Dann habe ich dir gesagt. Ich finde dieses Geräusch echt ultra seltsam. So, und ich glaube, hier oben ist gar nichts. Nö. Pass auf, dann geht's hier zur Kiste. Und sie hängt fest. Aber sie hängt echt fest, ne? Das gibt's doch nicht. Alter! Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Doran, jetzt kommt sie mit einer Nebenquest an. Erzählen, dass die Mondkälber gemacht haben. Ich hab's mir gewünscht, ne? Revelio! Ich habe von Joanna Bickel eine interessante Eule über Harlow erhalten. Ich finde die Geräusche einfach seltsam. Die Geräusche sind maximal seltsam, die hier ablaufen. Und ich kann es einfach nicht zuordnen. Komme ich hier rein? Nö, warum auch? Ja, aber ich muss sagen, die Quests, so mit dem Grabhorn, dann die Kartenkammer, dann das jetzt hier, so schön wie es auch ist, aber irgendwie kommt das so ein bisschen vom Ablauf, und das hat jetzt auch gar nichts damit zusammen, wie komisch kacke ich das jetzt spiele, irgendwie total was Abgehacktes. Und ich verstehe dieses Geräusch, ich komme auf dieses Geräusch einfach nicht klar, was hier, das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Das ist richtig seltsam. Okay, pass auf. Wir haben jetzt also zwei Nebenquests. Ich glaube... da sehe ich doch. Guck mal, das sieht nach einem Centaurus aus. Es steht in den Sternen. Poppy hat Doran das Symbol gezeigt, das die Mondkälber beim Steinkreis hinterlassen haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Ist schon ein bisschen länger her. Ich sollte mir anhören, was Doran zu sagen hat. Heißt übersetzt, wir werden jetzt einfach erstmal Richtung verbotener Wald gehen, Ladies und Gentlemen. Da brauchen wir aber wirklich einen ganz langen Weg, den wir zurücklegen. Ach, was mache ich denn? Ich verderbe es. So, also, das Geräusch ist maximal komisch. Ich kann es halt nicht einordnen. Irgendwie ist so ein bisschen buggy und glitschig gerade, ne? Komm ich da... Hier ist noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir erstmal ordentlich alle befreien. Das gibt's doch nicht. Habe ich nicht gesehen, weil es dunkel war. So ein süßes Blaues, glaube ich. Da bin ich auch am Überlegen, ob wir das nicht vielleicht auch mal fragen, ob es mitkommen will. Kleines Mondkalb. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Ah, es ist so schnell weg. Bleib hier. Ich helfe dir. Was jetzt? Ja. Bleib hier. Ich würde auch wegrennen. Schlaues Mondkalb. Mist! Komm schon, ich will doch nur helfen. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Ja, das sieht gut aus. So, gerettet. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Okay, ich will jetzt einfach nochmal warten bis zum Tag. Es ist einfach so dunkel. Und ich verstehe diese Geräusche nicht. Diese Geräusche, ich komme auf diese Geräusche nicht klar. Aber hört ihr das auch? Das ist richtig komisch. Und es hört einfach nicht auf. Ich will jetzt gucken, ob hier noch mehr Käfige sind. Eher möchte ich nicht gehen. Ich habe keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Soll das Wind darstellen? Könnte das Wind sein?
Rebellion. Also, lass mal wirklich gucken, ob wir hier alle Käfige befreit, also ob wir alle gerettet haben. Aus den Käfigen raus. Es könnte Wind darstellen sollen, oder? Richtig seltsam. War ich hier schon drin? Nein. Aber hier ist auch nichts. Okay, sieht so aus, als wären das nur zwei Käfige gewesen. Okay. Ich bin aber überlegen, ob wir uns mit ihm nicht nochmal ein bisschen lang bewegen. Vielleicht geht es ja hier jetzt ein bisschen besser. Nö, er bleibt trotzdem hängen. Er bleibt einfach wieder hängen. Er bleibt einfach überall hängen. Der hängt wieder. Okay, langsam. Na also. War ein Niffler. Der war auch einfach ein bisschen besser Fahrt aufnimmt. Ist von der Lenkung halt echt nicht leicht. So, wir brauchen auch keinen Zug mehr kommen. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Sagte sie, als sie hängen blieben. Voll geiles Tier. Und trotzdem versucht mich ein Straßenköter anzugreifen. Mutig, 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 mutig. So, das macht doch auch echt Bock. Ich finde die Musiksequenz sehr schön, die sie dem Grabhorn gegeben haben. Da geht's lang. So, hier ist der Weg ein bisschen cooler. Ja, wenn ich plötzlich irgendwelche Menschen rüberkomme. Ist er darüber okay, gesprungen? Langsam. Ich glaube. Na also. Die sind so unbeeindruckt, kannst du mir nicht erzählen. Wenn da plötzlich so ein Riesentierwesen hier lang gerannt kommt mit jemandem drauf. Ich will nicht erzählen, dass da keiner irgendwie sagt, ah, oh, oh. Nix. Den Weg sind wir noch nie lang gelaufen, ne? Das ist voll spannend gerade. Den jetzt schon, an den erinnere ich mich. Ja, ja. Ich finde es voll geil, wie der glüht. Aber hier ist jetzt wirklich mal eine Strecke, da können wir echt mal ein bisschen lang rennen. Sehr cool. Zug braucht auch uns nicht entgegenkommt, den tackeln wir einfach weg. Der hat, glaube ich, so viel Kraft und Wumms. Aber das finde ich geil, dass man wirklich bis zum Schluss einfach auch nochmal so eine maßgeblichen Sachen erwirbt und erreichen kann. Das finde ich richtig geil. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Wo müssen wir jetzt lang? Wo muss ich lang? Unten drunter? Wo muss ich lang? Den Weg da? Wir haben die Abzweigung verpasst. Das ist wirklich ein geiles Tier. Ja, da lang. Und jetzt da lang. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Doch, Grund zur Eile. Wir haben doch keine Zeit. Bestimmt auch Spaß, wenn die ganzen Vögel dann hochfliegen. Wie wenn Hunde in so eine Vogelschar reinrennen. Okay, langsam. Na also. Ich würde interessieren, wenn ich dieses Teil in Hogwarts auspacke, ob da irgendwer was sagt. Naja, aber Poppy ist bestimmt begeistert. Das könnte ich mir vorstellen. Muss sehr prunkvoll gewesen sein. Aber ist geil. Bei diesem Schloss sagt sie einfach immer das Gleiche. So. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Kommt wieder durch. Er ist zu dick dafür, ne? Schafft er das? Doch, er schafft's. Richtig gut. Dann laufen wir mit ihm rein. Ich weiß nicht, ob wir dann von ihm absteigen können. Schneller. Wir probieren's einfach. Oh, aber guck mal. Mit ihm sind jetzt hier ganz, ganz, okay, ganz langsam. Viele Gegner am Start. Na also. Noch nie am Eingang direkt, oder? Ist ja wild. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, der könnte auch einfach so durch die Spinnenweben dann durchrennen. Das macht ihm, glaube ich, alles nichts mehr aus. Kein Grund zu. Ich laufe mal ein bisschen langsamer hier durch.
Aber irgendwie verfolgen mich diese Geräusche. Es muss irgendwie sowas wie Wind sein oder so. Das ist ein ganz seltsames Geräusch. Das ist wirklich ein ganz eigenartiges Geräusch, was sie hier eingebaut haben. So, 158 Meter bis zum Ziel. Siehst du, die Tiere gucken als Einzige. Hast du gesehen, wie die hochgeguckt haben? So, guck doch mal raus. Wahrscheinlich Angst gehabt, dass er sie auffrisst. Mit einem Haps sind die im Mund und weg. Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzbogen, ne? Die kleinen Hühnchen, die schnabuliert er doch auch als Appetithäppchen. So, Ladies and Gentlemen, ich bin da. Zum Fortfahren absteigen. Ich hab's befürchtet. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Der Wind hört aber auch nicht auf, ne? Weißt du warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das ist ein Bug. Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. So wie dieses Geräusch, was wir die ganze Zeit hören. Wusstest du, dass die Wilderer Papi und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Dieses Wir Geräusch dürfen die ist Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Dieses Geräusch ist nicht normal, Freunde. Pass auf, ich werde jetzt mal speichern. Und ich werde das Spiel von diesem Punkt, wo wir gerade sind, nochmal laden. Ist es das jetzt gerade? Ja. Und gucken, ob dieses Geräusch da jetzt noch immer ist. Siehst du, das ist weg. Das war ein Bug. Dieses Geräusch, was wir die ganze Zeit gehört haben, was auch immer es war, das war ein fucking Bug. Es tut mir leid, dass wir das jetzt die ganze Zeit gehört haben.
Dieses nicht identifizierbare Geräusch, ich habe keine Ahnung, wo es herkam. Wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was das für ein Geräusch gewesen sein kann, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Das war einfach mal ein Bug. Guck mal, Glacius. Glacius. Gibt's oder brauchen wir? Doran hat eine Vermutung, wo die Schnatzer versteckt sein könnten. Poppy und ich treffen ihn südwestlich von Brockborough, um der Sache nachzugehen. Das tun wir, Ladies and Gentlemen. Aber das war einfach ein Bug. Jetzt ist dieser Ton weg? Oh, ich fühle mich ja verarmt, ne? Ich hätte schon viel eher neu starten sollen. Ich war mir halt nicht sicher, ob das irgendwie sowas wie Wind ist. Das kam bestimmt mit der Kampfquest, die wir jetzt zuletzt hatten. Da hatte ich ja den Eindruck, irgendwie war da so ein bisschen was buggy und ist so weggeglitscht. Irgendwas war da nicht so, wie es sein sollte. So, der Weg ist jetzt sehr, sehr weit. Daher wäre die Überlegung, unser Grabhorn nochmal rauszuholen. Wie wär's mit einem Rundflug? Einem Rundflug? Der kann nicht fliegen! Ja, so viel dazu. Dann mal los! Wie wär's mit einem Rundflug, sagt sie zu einem Reittier. Ups! Das gibt böses Karma. Einfach weggetickelt. Aber der ist auch krass. Guck doch mal, wenn der hier jetzt lang rennt. Ja, braucht ihr gar nicht ankommen. Zweifellos schon lange verlassen. Braucht niemand ankommen. Dieses Tier tackelt alles weg, was ihm im Weg steht und nicht gefällt. Voll geil. So, außer die kleine Brücke ist ein bisschen herausfordernd. Aber selbst die meistert das Teil, ohne dass die Brücke zusammenbricht. Und selbst hier passt es gerade so durch. Aber es liegt immer noch Schnee. Ich hatte echt gehofft, dass jetzt endlich der Schnee mal vorbei ist. Okay, langsam. Nix. Na also. Weg da! Einfach platt getrampelt. Wo soll ich lang? Runter? Runter. Einmal runter, bitte. Normalerweise müsste der bei der Wucht die Laterne volle Möhre umsäbeln, ne? Ist das der Weg jetzt aber zurück? Sollen wir mal einen Zahn zulegen? Sollen wir. Deshalb bin ich böse, dass ich da jetzt einmal lang reite. Ich habe da jetzt Bock. Vor allen Dingen trainiert das ja auch die Lenkung von dem Grabhorn. Ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen besser geworden. Kann aber auch am Weg liegen. Beides vielleicht. Yeah, da waren wir doch gerade schon. Laufen wir jetzt den kompletten Weg nochmal zurück? Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Manchmal mobben einen Spielentwickler auch. Mit ihrem Vorhaben, gleiche Wege zu nehmen, hin und zurück. Weil das muss echt unterm Arsch wehtun, ne? Der hat ja einen ziemlich schuppigen, starren Panzer da auf dem Rücken. Und bei den Bewegungen... Au. Habe ich jetzt nicht gerade Mitleid mit ihr. Sie hat ja da kein Polster unterm Arsch. Und auch nicht an anderen empfindlichen Stellen. Das ist hinterher definitiv wund. Puff. Schnecke plattgelatscht. Okay, Schnecke. Na also. Oh, ihr wisst, was ich meine. So. Ach, da ist ein Weg. Brauchst mich gar nicht erst angreifen. Mutig. Einfach mutig, diese Tiere. Irgendwie laufe ich falsch. Aber das sah doch voll so aus, als würde ich richtig laufen. Warte, finde den Fehler. Ist da hoch, oder? Wo muss ich hin? Ach nee, den Weg. Ha, nehmen wir doch den. Nehmen wir den Weg. War hier nicht auf dem Weg auch eigentlich ein Käfig? Entschuldigung, Lady, Vorsicht. Nicht erschrecken. Ich würde so erschrecken, ne? Und so schreien, wenn da plötzlich so ein Riesentier auftaucht. Zeit für etwas mehr Tempo. Und alles umrennen. Umtrampeln bis zum geht nicht mehr. Voll meins. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Die Menschen juckt das nicht, weißt du? Der latscht einfach drüber. Die ganzen NPCs müssen jetzt eigentlich tot sein. Yeah. Laterne, Bäume, alles im Weg. Wir sind schon wieder falsch abgebogen. Warte mal, pass auf. Ich glaube. Okay, langsam. Dankeschön. Ab hier laufe ich jetzt selber.
Ja, wir können dann auf jeden Fall Kleidung deutlich nochmal verbessern. Wir müssen mal gucken, in welches Gehege wir das Grabhorn reinstecken. Aber ich würde es eigentlich da Richtung Phönix vielleicht. Ich weiß noch nicht. Aber ich glaube, da wo die Hypogreifen sind, ist kein Platz mehr. Da ist, glaube ich, voll. Er hat schön auf dem Stein gechillt und da komme ich von hinten an. Tja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ta-da-da! Wir haben es gefunden. Wir werden jetzt auf sie warten. Einfach unglaublich. Bis zur tiefen Nacht gewartet. Schön. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Weißt du, auf was ich nämlich auch noch warte? Kannst du das fassen? Sebastian. Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Ich hab ein Grabhorn. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nur Kniesel. Ich bin jetzt richtig gespannt. Ich grüße euch. Hallo. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Was? Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Haben wir? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Also, finde heraus, wie du in die Ruinen gelangst. Ich denke mal, wir müssen das vielleicht in der Reihenfolge hier aktivieren. Oder dass zumindest alle irgendwie... ich weiß es noch nicht genau, Ladies und Gentlemen. Ich weiß tatsächlich nur, dass wir jetzt erstmal den Mondschein einsetzen. Camera, Lights and Action. Und dass unsere Folgenzeit jetzt vorbei ist. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Das werden wir das nächste Mal rausprobieren. Ladies und Gentlemen, entschuldigt diesen Cut, aber Folgenzeit ist jetzt gleich vorbei. Und ehe wir zwischendrin irgendwie einen hässlichen Cut haben, machen wir das nächste Mal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.